Wir begrüßen euch herzlich zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Im Psalm 34, Vers 6, da steht: Wer zum Herrn aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Wenn wir wegschauen von unseren Problemen und auf Jesus schauen, geht es uns gleich viel besser. Er wird dich nie enttäuschen, wenn du dein Vertrauen auf ihn setzt. Ja, wir wollen was dazu beitragen, dass es dir viel besser geht. Hoffnung um 12. Lass dich heute ermutigen. Heute Teil 3, das Feuer des Heiligen Geistes. Und wenn du ein Gebetsanliegen hast, dann lass es uns wissen. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Heute möchten wir das Thema das Feuer des Heiligen Geistes abschließen, weil das hat so viele Rubriken und ist bestimmt nicht alles, was ich gesagt habe in den letzten beiden Sendungen. Aber ich möchte noch ein paar Dinge dir sagen. Das Feuer, das zusammenfügt und das Einigkeit bringt, das Oneness, also richtig, dass das Zusammenfügen wirklich funktioniert. Und da haben wir das Beispiel von Messing. Messing ist Zink und Kupfer zusammen geschweißt, nicht geschweißt, sondern durch Hitze wird erhitzt und gibt dann eine neue Substanz, die sich Messing nennt. Messing findet man nirgends irgendwo im Bergbau, sondern es ist eigentlich was, wo zusammenkommt, wie auch wenn man Kuchen backt, Mehl, Eier, Wasser, Milch, das kommt zusammen zu einer neuen Substanz und das bringt Einheit. Und das Feuer braucht man dazu, dass diese Einheit kommt. Man kann viel Einheit wollen, aber ohne Feuer funktioniert das eigentlich nicht. Ja, das Feuer Gottes, es beschützt. Wir kennen die Wolkensäule, die Feuersäule, die das Volk Israel beschützt hat. Und so einen Schutz haben wir auch durch das göttliche Feuer. Und das göttliche Feuer bevollmächtigt auch. Und das finden wir in 1. Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo es heißt: Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. Es befähigt uns, Zeuge zu sein. Dieses Feuer brauchen wir. Habe Hunger nach diesem Feuer, erlebe es, lade dieses Feuer des Heiligen Geistes ein in dein Leben. Nicht nur den Heiligen Geist, den du eh hast, wenn du zu Christus gekommen bist. Nein, das Feuer, das Brennen, das Leuchten in deinen Augen, lade es ein. Ja, ich danke dir dafür, für jeden, der dieses Feuer einlädt. Und danke, Herr, dass dieses Feuer aus uns, Herr, das macht dir immer ähnlicher zu sein, Herr. Uns verformt und uns formt, Herr, in ein Bild, wie du es haben möchtest. In eine Kraft, Herr, wie sie von dir kommt. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und wir möchten dich einladen, deine Anliegen in Gottes Hände zu legen, so wie auch diese Gebetsanliegen, die bei uns eingegangen sind. Wegen einer Darmentzündung bittet uns diese Frau um Gebetshilfe. Ich habe eine schlimme Darmentzündung und die Verkrampfungen beeinträchtigen meine Lymphe und Muskeln der ganzen rechten Körperhälfte. Es verursacht mir schlimme Kopfschmerzen. Bitte betet. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst mit diesem kaputten Darm. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der wiederherstellt. Und ich danke dir, dass du auch diesen Darm wiederherstellen kannst in deine göttliche Schöpfungsordnung. Danke, dass alle Verkrampfungen, alle Lymphe, alle Muskeln in die Ordnung zurückkommen, wie du es geschaffen hast. Und ich danke dir für deinen Heilungsstrom, auch für die Kopfschmerzen, dass dein Heilungsstrom sie von Kopf bis Fuß durchströmt und dass sie gesund sein darf, weil du alles mit ans Kreuz genommen hast. Danke, Jesus, für dein Eingreifen. Amen. Amen. Und eine Großmutter bittet uns um Gebet für ihre Enkelin. Sie schreibt: Liebe Beter, meine zweijährige Enkelin ist oft erkältet, hat auch wahrscheinlich chronische Bronchitis, auch ihre Mutter. Ich bitte für die beiden um Heilung. Ich danke euch herzlich.
Und Jesus, danke, dass du diese beiden kennst, die Mutter und die Tochter. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du diese Lungen wieder in Ordnung bringst, dass diese Lungen gesund sind durch deine Heilungskraft. Danke, Jesus. Danke für das, was du tust, dass du wiederherstellst. Das, was kaputt gegangen ist, was der Teufel zerstört hat, das machst du wieder ganz, Jesus. Und ich danke dir, dass du eingreifst bei diesen beiden Personen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Eine Tochter sorgt sich um ihre Eltern und bittet um Gebet. Ich wende mich mit einer Bitte zum gemeinsamen Gebet an euch. Ich möchte dafür beten, dass mein Papa nicht erblindet und meine Mutter, die an einer Blasenkrankheit erkrankt ist, wieder gesundet. Herzlichen Dank für eure Mithilfe zum gemeinsamen Gebet. Ja, das tun wir gerne, für diese Eltern zu beten. Danke, Herr. Herr, du siehst, Herr, die Sorgen, Herr. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass die Tochter geschrieben hat und wir dir es weiterleiten dürfen. Und danke, Herr, dass du der Herr bist, auch über den Papa, über den Augen. Und Herr, dass diese Augen gesund werden und nicht blind werden. Ich danke dir dafür. Herr, danke auch für die Mutter, die Blasenkrankheit. Herr, wir rufen, Herr, deine göttliche Heilung, deine Ruhe in diese Blase hinein und dass sie wieder richtig funktioniert und heil ist, Herr. Danke, Herr, in deinem Namen Jesu bitten wir dich. Vater im Himmel, danke. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt uns folgendes Gebetsanliegen. Ich möchte die Realschule nachmachen. Bitte betet für mich, dass ich in Deutsch und Englisch besser werde und meine Schwäche verliere. Mit meinem Rücken brauche ich ein Implantat für meine Gesundheit, habe zurzeit auch finanzielle Probleme. Vielen Dank und bitte betet für mich. Danke, Herr, dass du diese ganze Liste kennst. Und ich danke dir dafür, Herr, dass auch das Englisch besser wird. Und danke, Herr, auch der Rücken und Herr, all das mit den Implantaten. Und ich danke dir dafür, durchströme du diesen Menschen in wunderbarer Weise. Herr, lass Wunderbares geschehen in deinem Namen, Jesu. Komplette Heilung, Berührung, Herr, ein ganz neues Leben, total fit. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und Gott erhört Gebet, wie auch folgende Zeugnisse wieder beweisen. Die Menschen, die es erlebt haben, haben uns geschrieben. Und von einer außergewöhnlichen Gebetserhörung bei ihrer Ausbildung berichtet uns diese Frau. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Gebetsunterstützung. Ich habe die Abschlussprüfung zur Fastenbegleiterin erfolgreich abgelegt. Mein Thema war Fasten und Beten. Die Arbeit wurde mit sehr gut bewertet. Lediglich bei der Präsentation gab es Angriffe. Das Streitthema war Gebet. Ich habe mich tapfer geschlagen und die Prüfer sind zurückgerudert. Ein Sieg auf ganzer Linie, gewirkt durch Gottes Kraft und unterstützt durch ihr Gebet. Gottes reichen Segen für Sie alle. Und da gratulieren wir doch zu der bestandenen Prüfung. Gott hat eingegriffen bei einer Augenentzündung. Wir hatten um Gebetsunterstützung für die Freundin unserer Tochter gebeten. Die Entzündung und Eiter im Auge gingen zurück und die Abstoßung der Hornhaut hat sich minimiert. Ebenso gingen die Bakterien zurück. Sie ist jetzt nicht mehr im Krankenhaus. Danke, Jesus, und danke an euch für das Gebet. Und eine Mutter schreibt uns von einer Gebetserhörung ihres Sohnes. Sie schreibt, im September 2021 hat sich mein Sohn den Sprungbeinknochen gebrochen. Es waren schwere Brüche. Jesus Christus hat ihn geheilt. Seit einer Woche arbeitet mein Sohn wieder. Es geht ihm sehr gut. Ich danke euch für die Gebete und preise den Herrn, der Großartiges getan hat. Ja, man kann immer nur loben und preisen, wenn Gott wirklich so ein Wunder tut. Gebetserhörung für ihre Tochter, für eine Arbeitsstelle und für sie selber eine neue Wohnung. So schreibt eine Frau. Ich bin sehr dankbar für die Gebetsunterstützungen. Es hat sich sehr viel getan und wieder wurden Gebete erhört.
Meine Tochter hat nach über einem Jahr Suche eine super passende Arbeitsstelle gefunden. Auch ich habe eine perfekte kleine, helle Wohnung bekommen in Hamburg. Das ist wunderbar. Danke, Jesus. Danke für die Gebetsunterstützung. Ja, und ich glaube, es ist wirklich ein Wunder, wenn man heute in einer Großstadt eine wunderbare Wohnung bekommt. Ja, solche Wunder und viele andere tut Gott. Und schön, dass wir es erfahren. Schön, dass wir es mit allen teilen dürfen. Lass es uns wissen. Lass es uns wissen, was du mit Gott erlebt hast. Die Verbindungsdaten sind eingeblendet. Ja, wir hatten jetzt drei Teile mit dem Feuer Gottes, das Feuer des Heiligen Geistes und das Feuer, das wirklich bevollmächtigt. Und du sagst, wow, das habe ich gar nicht verdient und ist das nicht ein bisschen zu viel für mich? Bin kein Pastor, bin keine Pastorin. Doch, diese Vollmacht brauchst du. In dieser Vollmacht solltest du durchs Leben gehen, denn es ist wesentlich einfacher, wenn das Feuer des Heiligen Geistes mit dir ist. Bitte Gott darum und er wird es dir geben. Ja, und lass uns deine Anliegen wissen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Ja, und wir wollen dich wieder einladen für den 3. Juli, 77 Jahre Mission 2 Karlsruhe. Sei einfach dabei, komm mal wieder, nicht mit Maske, nicht mit irgendwelchen Pandemie-Einschränkungen, komm einfach wieder, dass wir Gemeinschaft miteinander haben dürfen. 3. Juli, Sonntag, 10 Uhr beginnen wir und mittags haben wir so ein gemütliches Zusammensein. Komm einfach vorbei. Ja, wir verabschieden uns nun von dir. Sei gesegnet und bis bald. Alles Gute und der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.